das bitte nicht nachmachen, das kann bis auf die Stimme gehen. Ja. Aber ihr habt gemerkt, wir sind schon wieder ein bisschen in Richtung Brasilien gekommen. Gut, und wenn wir schon gerade bei Brasilien sind, ne, so Rio oder vor 2 Jahren Fußball-Weltmeisterschaft, endlich mal wieder nach 24 Jahren ein Titel auch für die deutschen Herren, wunderbar. Analysieren wir das auch mal ein bisschen, wie das in Brasilien ist. Ne, vielleicht hat das ja damit zu tun mit dieser ganzen südamerikanischen Lebhaftigkeit. Nicht? Also angefangen mit dem Herzschlag. Brasilien ist Herzschlag. In was? Sehr lebhaft. In Brasilien muss es swingen. In Brasilien werden Akzente gesetzt. Noch mehr Akzente. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch so ein bisschen Atmosphäre, um das Ganze anzutreiben. Wie in Brasilien so. Sounds und Musik sind, also weißt du, dass du mal so was Nettes in der Hosentasche? Ja. So ein nettes Gerät. Also, genau, so ein bisschen größer ein MP3-Player. Da können wir auch ein bisschen nach Jahrzehnten ordnen. Ja. Und wo wir eben schon mal so ein bisschen das Feigische in den 90er gegangen sind, hier von der Gegend her, sag mal so, gehen wir noch mal einen Akzent, ein Jahrzehnt weiter. Ach, so die 80er. Bis mal. Sehr gut. Dann geht drücken auf den 80er Akzent. Ja, genau. Es gibt ja hier so eine schöne Website irgendwie auf Facebook, Bohlweg in den 80ern. Und deswegen, da klicken wir das mal so ein bisschen an. So. 80er. Okay, also mach ich mal. Okay, mach ich mal. Mal sehen, was rauskommt. Jo. Michael Jackson. Yeah. Ow. Ow.
number two. Here is the party in Westbahnhof. Deswegen, I will hear everybody to sing with me. Say, yeah. Say, oh, oh, oh. I say, oh, oh, oh. Nice! Give me a DJ Bobo next to next! Music! And he's a...